Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza. In der Folge davor haben wir ja angefangen, diesen wunderschönen BMW ein bisschen herzurichten. Und es gibt noch ein paar Verbesserungs- oder ein paar Sachen, die ich verbessern möchte. Von dem her steigen wir da gleich mal ein. Und mehr Leistung, auch ein bisschen mehr Leistung noch. Ein bisschen knackigeres Getriebe. Und, wo ist es wieder? Upgrades. Und was wollte ich noch? Allrad. Wir nehmen Allrad dazu. Jetzt pass auf. Wir gehen hier auf Umbauten, Antrieb wechseln und wir nehmen jetzt gleich Allrad. Da verschlechtert sich zwar auch hier viel, aber die Erfahrung hat bei mir gezeigt, dass es für mich dann trotzdem einfacher ist zum Fahren. Klatschen wir das Allrad rein. Würde mich ja wundern, wenn das dann jetzt hier wirklich nicht da spürbar schlechter fahre. Und ein bisschen mehr Leistung. Oh, fuck you. Da geht nochmal richtig was. 92 kW. Es ist fast zu viel. Gucken wir mal. Wir können ja auch noch hier ein bisschen was machen mit, wie heißt es, Auspuff, Filter, Ölkühler etc. alles. Wo ist das? Das ist Umbauten. Ne, das ist Aerodynamik, Reifen. Ich weiß gar nicht. Antrieb? Ne, nee, hier ist es. Ein zweiter. Hier. Da. Ne, doch nicht. Wo war denn das? Der ganze Spaß war das hier. Ja, genau. Also klar. Komm, wir schauen mal, dass wir da ein bisschen mehr Leistung rausbekommen. Ja, das schaut hier gut aus. Da kriegen wir schon mal 7 kW zusammen. Kraftstoffanlage ändern wir auch. Nummer 8. Genau. Das ist besser, wie jetzt auch noch auf dem Turbo da rein zu klatschen. Jawohl, eine Rennzündung, das hört sich schon mal gut an. Bisschen besserer Auspuff, ja, da geht einiges. Eine andere Nocke, das ist auch nicht schlecht. Ja, Ventile natürlich auch, das ist auch nochmal 7 kW. Hubraum, nö, will ich eigentlich so lassen. Das können wir noch machen, dass wir hier ein bisschen mehr, so ein paar Rennkolben reinklatschen. Und dann noch ein bisschen bei der Ölkühlung. Ja, da geht jetzt mehr, wie ich eigentlich gedacht habe. Jetzt schauen wir mal. Ein bisschen Gewicht noch sparen. Jawohl, und jetzt schauen die Zahlen da oben schon wieder ganz, ganz anders aus. Das sind jetzt nochmal 24.000, vorhin 43.000. Also wir haben richtig gut viel Kohle jetzt in den Wagen reingebuttert. Und ja, dann installieren wir mal das alles. Alles klar, er ist ein bisschen schwerer geworden. Klar, Allrad wiegt. Aber auch ein deutlicher Leistungszuwachs. Und da bin ich dann jetzt doch mal gespannt. Also ich habe schon so ein leichtes Grinsen auf. Ich finde das geil mit Allrad. So, los geht's. So, wie immer noch unverändert. Also wirklich optisch unverändert. Jawohl, das gefällt mir schon, was ich da höre. Suchen wir uns mal die Karte raus. Hier, das ist das letzte Rennen. Ja, da fahren wir da mal hin. Da können wir den auf dem Weg dahin gleich mal ein bisschen antesten. Getriebe wollte ich eigentlich noch ein bisschen knackiger machen. Hoppala, ein bisschen zu viel auf den Drehzahlmesser geschaut. Ja. Mal schauen, ich bin gespannt. Aber das ist schon ganz ordentlich, was wir hier sehen. In 400 Metern rechts abbiegen. Dann geht's entlang. Jawohl, an der Tram vorbei. Ja, ein bisschen, weiß nicht, vielleicht wäre noch ein anderes Fahrwerk besser. Aber wir tasten uns so langsam an ein super Auto hin. Also eventuell doch ein bisschen stärkeres Fahrwerk. Habe ich das überhaupt ausgetauscht? Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig. Jetzt schauen wir mal. Wir testen das alles schön aus. Aber jetzt fahren wir erstmal hier. Und runterschalten. Ja, schön. Immer noch ein bisschen hecklastig. Aber das ist völlig in Ordnung. Jawohl, weiter geht's. Schön. Ja, gefällt mir gut. Schauen wir mal innen rein. Oh, innen ist er leider schon richtig schön verwüstet. Aber ein schönes altes BMW-Cockpit hat er. Also mir gefällt der Wagen einfach super gut. Hätte ich selber gern. Schöner alter Klassiker mittlerweile geworden. So. Ja, innen herrscht BMW-typisch 80er Jahre Vollplastik-Ausstattung. Aber ist auch in Ordnung. So, dann schauen wir mal hier.
Jetzt hier können wir da rein räseln. Also es ist immer noch viel mit Luft und ich sehe, wir mussten gerade abbiegen. Aber da testen wir dann gleich mal die Offroad-Qualitäten vom Wagen. Kommen wir da schön durch. Jawohl. Jetzt, ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Alles klar. Sie haben Ihr Ziel. Schauen wir mal. Also, Meisterschaft fortsetzen. Wir nehmen natürlich unseren schönen BMW. Ja, ich finde den Wagen einfach nice. Der gefällt mir richtig gut. Klasse Auto. Jetzt mal schauen, was noch alles so mit uns mitfährt. Also natürlich nur deutsche Autos, aber was haben die noch so drauf? Ja, da ist ordentlich was zu sehen. Aber unser Auto immer noch sehr standardmäßig. Die Felgen schauen super aus. Nee, Tuning werde ich nichts mehr. Schwierigkeitsgrad lassen wir auch so. Und wir fahren los mit unserem schönen BMW. Alles klar. So. Ja, das merkt man. Allrad, jetzt zieht ab der Wagen. Alles klar. Da brauche ich gar nicht so drängeln. Ich denke, ich werde meine Chance bekommen. Vielleicht fahre ich mal vom Rasen runter. Jawohl. Ich werde meine Chance bekommen. Dritter Gang. Ah. Auch nochmal hier. Duell 12. Platz. Nicht besonders rosig. Aber ich merke, dass ich hier wirklich einen Leistungsüberschuss habe. Und das werden wir denen nachher gnadenlos zeigen, was dieser schöne Wagen drauf hat. Dritter Gang, jawohl. Jetzt sind wir schon schön im Mittelfeld. Klingt gut, der Wagen. Das hat es wirklich nochmal gebracht, diese Kleinigkeiten der Leistung. Das macht mir gleich ein bisschen mehr Spaß. Jawohl, und entlang da. Und die erste Runde ist schon vorbei. Das geht schnell. Das sind kurze Runden. Da müssen wir schauen, dass wir nicht trödeln. Da an der, was ist das, A-Klasse vorbei. Die hat auch richtig Leistung. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen spät gebremst. Oh, komm raus. Komm raus, jawohl. Der Allrad hat uns nochmal gerettet. Komm. Vierter Platz. Fünfter Gang. Nein. Okay. Na, da seht ihr mal, was der Fehler ausgemacht hat. Hat mich gleich auf den zweiten Platz katapultiert. Fahrstil ist unter aller Sau, ich weiß es. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der Fahrfehler mal was bringt. Einfach durchgeschossen. Dritter Gang, ausdrehen, passt. Und jetzt geht's los an den Führenden. Ich weiß nicht, was das für ein Auto ist. Ist auch ein BMW? Schaut aus. Ja, ist ein BMW. Wahrscheinlich ein M3, oder? Der Alter. Ja, es läuft schön. Der Wagen läuft gut. Es gefällt mir richtig gut. Schön runterbremsen. Kann man sogar noch mehr bremsen. Dritter Gang. Ah, also das ist eine riesige Kurve hier. Oh nein. Oh, meine Fresse. Das, jetzt habe ich es mal richtig verkackt. Und das in der letzten Runde. Es liegt glücklicherweise nicht am Wagen, dass das so beschissen fährt, sondern es liegt leider nur an mir. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Das Feld ist so eng beieinander und das Rennen ist so gut wie gelaufen. Mal schauen, vielleicht geht noch was. Ich mogel mich mal durch. Komm. Ah, nein, also hoppala, jetzt aber noch zurückgespult. Also das war absolut nichts. Ah ja, komm, wenn ich, vielleicht kriege ich das noch. Nee, also das war absolut nichts. Und da habe ich mir eindeutig mehr erhofft. Wir werden dieses Rennen jetzt nochmal fahren. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wir machen gleich mal einen Neustart. Ah, oh, verdammt. Weil ich halt auch die ganze Zeit versucht zu plappern. Aber manchmal wäre es angebracht, wenn ich nicht plapper. So, ich lege jetzt gleich mal einen guten Start hin. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang. So, ich werde jetzt hier weniger reden, denn ich will auf den ersten Platz kommen. Ich will auf den ersten Platz kommen. Jetzt haben wir natürlich einen Vorteil. Ich kenne die Strecke schon ein bisschen. Oh, was? Der muss ja so krass einlenken hier. Das ist der Wahnsinn. So, und hier auch krass runter, kleiner Gang. Jawohl, der zieht einen nach außen, das ist der Wahnsinn. Vierter Platz.
und dann geht's auch gleich schon hier in eine ganz fiese Kurve. Ja, es ist schon so viel mit Lupfen hier. Nein, was passiert? Komm. Gleich an dem riesigen Audi vorbei. Ist auch eine schwierige Stelle hier, aber die haben wir gut geschafft. So, und jetzt können wir schön pushen. Jawohl. Runter vom Gas. Kleinerer Gang, den Hammer. Vierter Gang ist super hier. Fünfter Gang, runter in den dritten Gang. Jawohl. Und rum. Ah, Wahnsinn, den zieht es nach außen, den Wagen ist unglaublich. Und die Hälfte des Rennens ist vorbei. Und ich bin leider immer noch nicht Erster. Ich würde es aber gerne werden. Deshalb schauen wir mal, dass wir hier gut hier kommen. Gut rum. Stark runterbremsen. So, jetzt vielleicht zieht es einen vielleicht nicht ganz so nach außen, nur ein bisschen mehr bremst. Jawohl. Vierter Gang ist drin, der ist gut gewählt hier. Und dann. Ah, komm! Die letzte Kurve ist immer fies hier. Okay, jetzt haben wir nur noch den BMW vor uns. Bin zu spät geschalten. Bisschen zu spät gebremst auch, aber es geht noch. Nehmen wir mal einen kleineren Gang. Ein bisschen mehr Leistung an den Achsen. So, da schön rum. Jetzt müssen wir da hier nicht so weit rauszukommen. Dritter Gang. Jetzt zieht einen trotzdem so nach außen. Das ist der Wahnsinn. Oder auch runter. Kleinerer Gang. Da werden wir schon wieder eingeholt. Letzte Runde. Also ich will diese letzte Runde nicht wegschmeißen. Auf jeden Fall. Der zweite Platz, der muss sein. Am besten sogar der erste. Komm. Zieh dich da raus. Jawohl. Schalten nicht vergessen. Und da vorne ist schon das Ziel, oder? Ja. Oh. Ja, gut. Wir sind Zweiter geworden. Ist nicht schlecht, war ein schwieriges Rennen. Gehen wir mal auf Fortsetzen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes mit dem BMW machen können. Ich finde den ja richtig cool. Ich finde den richtig, richtig cool, den 6er. Gewonnen haben wir die Meisterschaft nicht. Aber ich glaube, ich habe noch einen Wheelspin übrig. Den werden wir uns auch gleich mal vornehmen. Oder habe ich den uns schon vorgenommen? Ich weiß nicht. Ich drücke auch immer rum, wenn ich nicht aufnehme. Okay. Einer deiner Fans hat gestern erzählt, dass 50 seiner Freunde aus Sydney kommen. Cool. Ich glaube, wir sollten bald wieder anbauen. Aha, okay. Was heißt das? Aha, alles klar. Anbauen. Gut, lass mal gucken. Wir wollten, schau mal kurz mal her, ob ich da noch irgendwo bei Fortschritt. Da können wir auch noch. Hier haben wir noch einen Wheelspin, den nehmen wir gleich mal. Den hätte ich ganz gerne. BMW M3 Horizon Edition. Wäre cool. Ich glaube, ich habe eh erst zwei. Wow, geil! Horizon Edition bekommen. Richtig cool. Den fahren wir jetzt gleich mal, oder? Den testen wir uns gleich mal an. Und fahren mit dir auch wieder eine Meisterschaft. Das ist ja richtig cool. Dann hier im Shop, da können wir auch noch was raushauen. Wir haben schon 17 Fähigkeitspunkte. Komm, was haben wir hier Schönes? Was ist das? Beschreibung, bla bla bla, alles klar. Komm, hau mal den Quatsch einfach raus. Und fertig. Aber das ist ja cool. Mal die Horizon Edition gewonnen. Pass mal auf, wir spielen gleich mal weiter mit der Horizon Edition. Wir gehen hier auf Autos und dann lassen wir uns den mal gleich zuschicken. Wo ist denn der? Der ist es bei BMW. Müssen wir mal gucken. Ich habe den doch gerade schon gesehen, oder? Da, hier. Finde ich cool. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der kann, der Wagen. Einsteigen, jawohl. Schicken wir den mal für 10.000 Credits. Ist recht. Geil, da freue ich mich, dass wir jetzt noch eine Horizon Edition gewonnen haben. Wirklich cool. Also, gucken wir uns den mal an. Rot, naja. Es gibt schönere Farben. Aber schöner Breitbau, Wahnsinnsfelgen. Und, ah, cooles Kennzeichen. So ein dunkles hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Wirklich cool. Was ist das, E36 oder E46? Das ist, ich glaube, das ist BMW E36, oder? Genau, E36. E36 ist es, genau.
Also Baureihe E86. Und gucken wir mal von innen an. Ja, von innen ist der Standard geblieben. Ist aber auch in Ordnung. Punkt 12 haben wir's. Okay, dann schauen wir das mal an, wie sich das hier fällt. Oh, coolen Sound hat er auf jeden Fall. Hui, also der radiert die Straße weg mit seinen Reifen. Oh, Wahnsinn. Also auch absolut vorsichtig fahren. Wahrscheinlich ein cooles Driftcar, hä? Das muss ein bisschen umgewöhnen vom BMW her, aber der zieht gut an. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Extrem viel Leistung hat der Wagen. Also richtig übermotorisiert. Aber so? Cooles Ding. Ja. Es ist ein cooles Auto auf jeden Fall. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit wir da eine Meisterschaft mitfahren können. Man muss ja wirklich sehr, sehr vorsichtig fahren. Oh, schade, krachen wir an den dran, ja. Was ist denn hier? Da vorne schon mal ein Fragezeichen. Jetzt ist es weg. Schauen wir uns mal an, was hier Schönes ist. Veranstaltung einrichten. Ja, Straßenbahnsprint, das hatten wir doch schon mal. Da machen wir mal hier eine Meisterschaft. Gut, wieder mit diesen 60s-Dingern. Das hatten wir noch nicht mit dem, aber es gibt schon mehrere solche Sachen. Da machen wir doch mal hier eine Meisterschaft. Und zwar nehmen wir da. Was nehmen wir denn hier denn da? Dann nehmen wir. Nehmen wir hier mal die 90s Collection. Das schaut doch ganz gut aus, oder? Ja, ich denke schon. Nehmen wir das mal. Gehen wir auf Streckenauswahl. Was bietet der uns denn an? Hier können wir verschiedene Strecken. Ich habe noch nie Strecken ausgesucht. Das sind alle Strecken, die wir nehmen können. Das ist nichts. Das ist ein bisschen zu eng. Guck mal an. Was das hier schön ist. Wollen wir das mal nehmen? Können wir das nehmen? Ah ja, okay. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aktuell fliegend. Nehmen wir das mal. Die Hammer, oder? Das hier. Ich hätte gerne noch ein runden Ding. Und noch ein paar runden Rennen hier. Grip-Rennen. Okay. Nehmen wir das mal, oder? Können wir das nehmen? Da machen wir 5 Runden, dass da ein bisschen was los ist. Ich bin mal gespannt mit dem Wagen. Und, was ist denn das hier noch? Nehmen wir das auch noch. Sagen wir her. Komm, das nehmen wir auch noch. Da bin ich ja echt gespannt, wie das ist. Wetter heiter, okay. Wie sich das jetzt hier alles verhält. Haben wir das jetzt gemacht, oder wie? Scheiße, jetzt bin ich auf zurückgegangen und nicht auf bestätigen. Komm, scheiß drauf. Ich drücke einfach hier auf Blaupause. Weiß auch nicht, war das jetzt richtig oder nicht? Kindheitserinnerungen, okay. Oder Kindheitsträume. Sie nee, da, sind das sind jetzt andere. 1990er Meisterschaft. Oh, Wahnsinn. Ist das so viel zum Fahren? Da haben wir ja richtig was zu tun. Ja, auf jeden Fall fahren wir in der Folge jetzt noch hier den BMW. Ich bin ja begeistert. Das ist der Driftfähigkeit. Ah ja, okay, alles klar. Das trifft ja auf jeden Fall zu. Man muss, glaube ich, vorsichtig mit dem Wagen fahren. Denn er bricht ja sofort aus. Aber bei den 90s haben wir bestimmt noch ein anderes cooles Auto, was wir auch nehmen können. Falls wir bei der Meisterschaft mit dem Wagen nicht zurechtkommen. Aber da freue ich mich jetzt auch drauf. Also das freut mich, das erste, muss ich sagen, Horizon Car, was ich gewonnen habe, was mir auch wirklich gut gefällt. Davor hatte ich den MG Metro. Das ist irgendwie nichts Außergewöhnliches. Und was war es noch? Irgendwas gab es noch. Das war aber jetzt auch nicht so berauschend. Was war denn das? Gibt es einen Ford Escort? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Also der Wagen, der ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Vor allem in den Kurven. Gleich mal einen anderen Gang einlegen. Oh, da gibt es schon einen Schlag von hinten. Oh, Wahnsinn! Oh, Wahnsinn! Der Wagen, da fährst du wie auf hohe Eiern. Oh, nein! Oh, der Wagen geht ja gar nicht. Komm, komm, komm. Also, das wird nichts mit dem Wagen. Der ist einfach dermaßen overpowered. Der kann nur in der Geraden punkten oder im Drift. Jetzt schauen wir mal. Eieiei, ich fahre jetzt schon im mega hohen Gang, dass die Reifen nicht immer daherkommen. Und trotzdem rutscht er noch. Natürlich bei den Witterungsverhältnissen ist das gleich nochmal was anderes. Boah, dem bricht einfach der Arsch weg. Wahnsinn. Aber ich bin nicht letzter, weil wahrscheinlich der letzte gar nicht gestartet ist oder schon irgendwo ausgeschieden.
Oh Wahnsinn, der Wagen ist wirklich sehr, sehr schwer zu fahren. Jedenfalls bei dem Wetter. Nur eine Horizon Edition verändern, weiß ich ja auch nicht. Das ist irgendwie auch nicht der Brüller. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Vielleicht müssen wir mal in den Drift gehen irgendwie hier. Irgendwo, wie heißt es, auf einen Driftabschnitt. Oh, Wahnsinn. Also es ist hier wirklich ganz wenig Gas, was ich gebe. Früh schalten. Ja, nicht zu viel Drehzahl, weil der kommt immer gleich. Hier könnten wir ja schön rumkommen, jawohl. So, jetzt schauen wir mal, das ist eine lange Gerade. Aber der ist mega instabil, der Wagen. Es ist Wahnsinn. Wow, schon wieder. Okay, und hier müssen wir eh schon wieder abbremsen. Oh Gott. Oh Gott. Komm, kleinerer Gang. Okay, dafür kommt die Sonne jetzt schön raus. Oh, wow, wow. Das wird eine schwere Angelegenheit mit dem Wagen. Oh, Wahnsinn. Trotzdem, ich freue mich, dass wir den gewonnen haben. Aber er ist brutal overpowered. Der ist ja hier... fährt sich ja fast wie so ein Maximalaufbau. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist wirklich schwer hier. Darum, jawohl. Vielleicht ein bisschen einfacher wäre es vielleicht, wenn es trocken wäre. Aber ich will nicht so viel jammern. Der Wagen ist richtig cool. Hoffentlich können wir da so rumsliden. Jawohl, kleinerer Gang. Ja, das ging dann doch einigermaßen auch in die Hose. Okay, die ersten, die sind schon im Ziel. Eieiei, der Wagen ist echt schwer zu beherrschen, Leute. Wahnsinn. Eieiei, komm, komm, komm. Also, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber wirklich cool, den Wagen mal bekommen zu haben. Das war jetzt 3 Minuten, 2 Minuten 55, die absolut nicht besonders schön zum Anschauen waren. Aber liebe Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen. Und ich denke mal, in der nächsten Folge fahren wir diese Meisterschaft weiter. Vielleicht machen wir noch eine Runde mit der Horizon Edition. Aber ich denke mal, es wird auch noch ein anderes Auto dann kommen, weil der ist einfach dermaßen hecklastig. Ihr habt es ja gesehen. Den müssen wir für was anderes hernehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.